Cheats machen. So. Wie immer erstmal aussehen B gedrückt. Sieht auch aus wie dieser, der Tempel, der Wüstentempel aus Diablo. Also. Schießen kann er schon mal. Bevor wir den Endboss dann antreten, würde ich dann echt gerne wenigstens eine neue epische Waffe haben, Ding der. Weil ihr merkt, diese macht auch kein Damage mehr so wirklich bei den gepanzerten Gegner. Kleine One-Shot ich halt immer noch, aber ja. Da werde ich dann wahrscheinlich kurz ein paar. Stimmt, ich will sowieso noch die versteckten Orte finden. Mit Hoffnung, dass ich dann vielleicht da noch ein paar Lichis kriege. Okay, heilen wir uns ganz kurz. Auch wenn es nur ein HP ist. Da kann man sicherlich auch ein besseres finden, was dann so zwei Lebenspunkte heilt oder so. Heil verschießen darf ich jedenfalls keine mehr. Ich habe nämlich keine mehr. Diese 14 Stück würde ich gerne noch sparen. Was sind das denn für Gegner? Scheint so, weiß nicht, Zaubermagier. Ah. Alter. Ich habe den Schwierigkeitsgrad noch eins höher gesetzt. Wenn dann eh den abnormal ist es dann so dann wieder halt der normal Schwierigkeitsgrad. Aber dass diese Magier ja so viel Schaden machen, das ist halt. Goldenen Schlüssel. Iron. Die Gegner. Aua. Nee. Aua. Was ist hier? Findet das Grab. Fallen-Level, ja, warum nicht? Immer wieder geil. Die Fallen-Level bei Path of Exile waren unnormal krass. Das ist. Damit meinte ich schwer. Oh ne, jetzt wieder irgendwo Verzauberte. Stay away from me. Okay, ich hab
irgendwas gedrückt aus Versehen. Okay, sie werden wenigstens nicht auf der Karte markiert. Das ist nämlich an, dass es irgendein Secret ist. Wenn ich einfach mal alle Knöpfchen einmal drücke hier. Ding, 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 ding. Die Rubinen werde ich jetzt auch wieder sparen, bis Level 18 oder so. Ich werde jetzt einfach so machen, ich kaufe jetzt alle zwei Level, gehe ich zum Schmied und kaufe da einmal alles leer. Das fände ich auch so gesehen ein unendlicher XP-Spawn hier. Aber wir haben es. Level freigeschalten. Secret Level gefunden. Amen. Können wir danach gleich machen. Dann sparen wir uns den Weg bis zum Endboss. Ich will das Spiel noch nicht so schnell durchspielen, ist halt die Sache. Ich fühle mich auch noch zu schwach irgendwie für den Endboss. Obwohl ich auch einmal einen ekligen XP-Glitch ausgenutzt habe. Hi, Enderman. Los, komm her. Siehst du mich nicht mehr? Und bam, da bin ich wieder. Ach, wieder ein legendärer Bogen. Nee, bei dem, den ich jetzt habe. Das ist ein Bogen. Ich habe eine Armbrust. Ich bin eigentlich schwimmen, jetzt im echten Leben. Würden sie dann einfach wie so ein Stück Seife, einfach, nicht wie ein Stück Seife, wie so ein nasses Papier einfach oben rumschwimmen. Ja. Gehen wir mal hier lang erst. Okay, hier gibt's aber nichts. Ich finde, dass die meisten Fallen sich erst auslösen, die sich dann erst hinter mir auslösen oder so. Das hat weh. Seelenmesser. Ja, das war's auch schon wieder hier. Die Frage ist, wie groß sind denn diese Secret Level?
Sind die auch kurz? Ist ein kurzer Raum, den man reingeht? Oder ist es gleich so ein kompletter neuer Abschnitt, der auch so bis zu 20 Minuten gehen? Ah, du lässt alle Fallen aus. Are you crazy? Ich hab schon wieder vergessen, nach was wir eigentlich suchen. Das Namen für das Grab. Okay. Ach, er spawnt natürlich sowas, Alter. Wie immer gleich das volle Kaliber hier, ne? Was ist das? Ich nicht. So, erster Checkpoint. Zwei gibt es da, glaube ich, immer. Wenn, ich weiß es auch schon wieder nicht mehr. Vor allem diese Zombies, die sind halt so total lästig. Die halten halt echt eine Menge aus. Moin, ich werde halt einfach über die Falle rüber, so kennt man sie. Dieses andere, ich habe keine Lust auf Fallen. Pam. Messen. Schon gibt es Menschen, die spielen das durch, ohne Schaden zu kriegen oder so. Die dodgen wahrscheinlich all das, was es gibt. Ich bin hier fest. Hä? Hatte ich recht gehabt, Wüste ist langweilig. Aber auch das Gebiet gerade eben schon viel spannender. Ich lebe. Er ist clever, erst bis Level 20 anbieten, um dann den Endboss zu betreten. Ich weiß es nicht. So, Problem ist, wenn ich ja level, dann wird der Schwierigkeitsgrad ja auch schwerer. So ist es ja nicht. Also. Oh, mit Fallen sterben die schon schnell. Sie haben Damage bestellt.
Ah, Alter. Dieser Magier, der gibt gute XP. Hol dir den Stein. Sieht aus wie der erste Boss aus Dark Souls. Digga, chill mal. Ich weiß nicht, was er vorhat, aber es sieht schmerzhaft aus. Ist das? Hallo. Oh mein Gott, ich sterbe. Und mein Headset fällt gerade wieder auseinander in der Sekunde natürlich. So. Okay, über Hälfte des Lebens ist er schon mal weg. Lebe der Heiltrank. Meine Güte, ey. Ich höre hier noch Gegner, aber ich bin fast One-Shot. Wenigstens jetzt mehr Attack Speed für den Enderman. Es wird nicht leichter, muss ich sagen. Einfach raus. Na klar, jetzt noch zwei Magier. Hier vom Spiel festgehalten hier. Aha. Hab den ersten. Aber nur kurz hier heilen. Ich weiß nicht, was noch kommt. Ah, das war's. Gott sei Dank, ey. Ist zerstört. Wieder konnten wir die Pläne des Erzillagers vereiteln. Vor allem, woher weiß sie eigentlich die ganze Zeit, was er macht? Das ist halt... Sie ist der wahre Böse. Köche der Pein, Alter. Langsame Pfeile, die Kreatur zurückstoßen und durch die Wand fliegen können. Nicht unbedingt. Was? Hochblockhalle. Okay. Ja, Kisten kaufen will ich halt erst wieder beim nächsten Level ab. Dann machen wir es ja, würde ich sagen, oder? Ja.